Wieso kommen wir als Firma dazu, zu sagen, wir möchten in Kroatien angeln? Ja, das liegt für uns so ein bisschen auf der Hand, denn klar, es gibt wohl momentan kaum ein Land, wo die Fische so rasant abwachsen, so viele 40 Kilo plus, 30 Kilo plus, 35 Kilo plus. Und natürlich wollen auch wir dort angeln. Und na klar, ist es auch eine tolle Angelei zu sagen, wir schaffen das, auf diese 120, 125 Meter zielgenau zu angeln, dort zu füttern, dort ganz gezielt unsere Montagen zu platzieren und dort diese Riesen zu fangen. Der Trend geht ganz klar dahin. Man hört in den letzten Jahren immer mehr in der Richtung. Und klar folgen auch wir diesem Trend und möchten euch somit auch präsentieren, wie man dort und wie wir dort angeln. Wir haben vor uns draußen vorm Platz ein Plateau, das läuft schräg zur Insel hin. Das fängt an auf ca. 117, 118 Meter Distanz und läuft aus bei so 100, 125 Meter Distanz nach links hin weg zur Insel. Heißt, wir angeln auf 127 Meter, etwas in der abfallenden Kante hinter dem Plateau. Für uns ist genau das so wichtig, denn die meisten Fische stehen zwischen Insel und zwischen Plateau. Dort tümmeln sie sich, kann man schon fast sagen, tagsüber und halten sich da in ihrer Safe Zone, in ihrer Area auf, wo sie sich wirklich am sichersten fühlen. Und das ist nun mal hinter dem Plateau bis zur Insel. Und deshalb natürlich auch diese Distanz. Und deshalb ist der Platz so gewählt und muss auch genau so gefüttert werden, um die Fische dort in ihrer Heimat rauszufangen. Ja, herzlich willkommen, Leute. Schaut euch mal den Fisch an. Der erste wirkliche, richtige Saiyaki-Fisch. Ein Spiegler mit so knapp 20 Kilo, knapp unter 20 Kilo, 19 Komma. Richtig, richtig geiles Tier. Ein schöner, hochrückiger. Ein paar schöne Schuppen auf der Seite. Jetzt hoffen wir, dass wir euch hier ein bisschen was den See näher bringen können. Die Angelei, dass ihr ein bisschen Spaß mit uns habt. Und dass das hier so weitergeht. Alles klar. Ciao. Ihr habt es ja eben gerade gesehen, wir hatten gerade einen Fisch. Das war der erste, nachdem jetzt der Ivan vorhin schon einen schönen Schuppi hatte, war das jetzt unser erster Spiegler. Wie das dazu kam und wie wir den gefangen haben, erzähle ich gleich noch. Aber ich hatte ja gesagt eingangs, wir sind jetzt hier in Kroatien. Und zwar genauer gesagt sind wir hier in Zabricic, das ist die Stadt. Und zwar am Saiyaki, das ist der See. Merkt euch den Namen gut, denn ich würde mal behaupten, dass die nächsten Rekorde hier in diesem Gewässer purzeln. Es ist unvorstellbar, wie viele große Fische hier schwimmen. Das ist ein Gewässer, das hat so zwischen 20 und 30 Hektar, würde ich sagen, hat einen Fischbestand, der kaum zu beschreiben ist. Also wirklich sucht seinesgleichen. Hier kann man wirklich als Angler Sternstunden erleben. Aber hat natürlich auch eine harte Sache oder eine etwas ungewöhnliche Sache. Und zwar, hier ist alles Spotting auf absolute maximale Distanz. Heißt, die Jungs, die umso besser mit diesen Routen umgehen können, mit einer Spomb umgehen können, ihre normalen Routen werfen können auf Distanzen von 100 bis, ich sag mal 150, und es gibt Jungs, die werfen auch weiter hier. Die haben es hier natürlich am besten. Ich brauch's euch nicht sagen. Für mich als alter Bootsangler ist das hier eine richtig harte Nummer. Wir kamen jetzt hier gestern Abend an, haben heute Morgen hier die Routen gelegt, haben so ein bisschen gestern Abend noch vorbereitet, Zelte aufgebaut und. Und haben jetzt heute Morgen die Routen gelegt und haben angefangen, auf Distanzen zu angeln von 120 Meter, plus minus, vielleicht auch ein bisschen mehr, 125 Meter. Und es ist unfassbar schwer gewesen, anfangs dorthin zu werfen. Je mehr man dann mit Material vertraut, und da merkt man auch, wie sehr man dem Material vertrauen kann, desto sicherer und desto besser wurde die Wurfangelei. Aber wir hatten eigentlich keine Bisse. Wir haben uns einen Plan ausgemacht und haben gesagt, wir arbeiten mit sehr, sehr viel Futter, große Boilies, Benny mit viel kleinen Boilies und viel Futter und ich mit viel Futter und sehr, sehr großen Boilies. Und bisher war nichts. Ein Anläufer, den haben wir aber nicht gekriegt. Ja, jetzt
haben wir uns durchschlagen lassen, jeweils eine Route etwa 8 Meter bis 10 Meter weiter zu klippen. Und das heißt, wir fischen die auf knapp unter 130 Meter, also 128, 129 Meter plus minus. Und die Route, die lag jetzt eben, ich sag mal, 5 Minuten, vielleicht 6 Minuten. Ich hatte gerade die Route gelegt, lege sie aufs Rodpot, mache die Spomp fertig und fange an zu spotten. Und nach der zweiten Spomp ist direkt die Route abgelaufen. Also das ist wirklich, wie man sagt, diese Distanz, dieser genaue Meter, der fehlt, oder diese paar Meter, die fehlen, die sind ausschlaggebend. Und das haben wir jetzt hier am eigenen Leib gespürt. Natürlich gehen wir jetzt nicht hin und sagen, wir kommen ab von unserem ursprünglichen Plan. Es bleiben Routen kurz. Denn wir sind uns schon sicher, dass auch große Fische etwas unter dem Radar schwimmen und auch das Futter fressen, das vielleicht von den Anglern nicht ganz so weit platziert ist. Wir werden sehen, wir schauen mal, ja? Mal abwarten, ob unser Plan da aufgeht. Auf jeden Fall wollen wir euch jetzt hier in dem Trip natürlich auch diese Angelei etwas näher bringen und dass ihr auch selbst für euch entscheiden könnt. Ach, wisst ihr was, ich fahre da mal runter, kaufe mir halt mal einen Wurf Besteck und schau mal, ob ich diese Distanzen werfen kann. Und ich habe vorher bis, mein Gott, 90 Meter geworfen. Das ist für mich absolutes Neuland und es ist machbar. Also heute Morgen hat es spärlich angefangen, etwas erschwert, und jetzt geht's. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir das machen. Ich habe hier zum Beispiel die 13 Fuß Long Range LR Spomp-Route. Das ist eine absolute Wurfmaschine, eine absolute Waffe, meiner Meinung nach. Hat eine Minima-Beringung, das ist eine ganz, ganz leichte Beringung ohne Inlays. Dadurch wird die Rute etwas straffer und etwas schneller im oberen Teil. Wir haben die ganze Zeit auf den 120 bis 125 Meter mit der großen Spomp gefüttert. Das ist schon brachial. Also das ist, schneidet schon sehr, sehr in die Hände und das zehrt auch am ganzen Körper. Also es nimmt wirklich mit. Und tatsächlich ist es so, diese Medium oder diese kleine Spomp, Spomp, die kann man viel, viel einfacher auch auf 130 werfen. Also ich habe die jetzt so geworfen, dass die locker schon viel früher in den Clip schlägt. Das heißt, ich könnte eigentlich noch weiter werfen mit der. Also ich denke mal, 140 wäre wahrscheinlich drin. Ich komme nur momentan noch nicht mit meinen Wurfruten hin. Aber auch das schaffe ich noch in dem Trip. Wir werden sehen. Heute ist ja sind die ersten paar Stunden. Also kommt mal mit, ich zeige euch. Ja, man sieht es ja, das ist eine Wahnsinnsangelei. Und man versucht auch so, zum Beispiel auch jetzt hier die Rute so anzulehnen und so wenig Kraftaufwand wie möglich beim Reinholen zu verschwenden. Denn es wird alles in den Wurf gelegt, denn man muss einfach wie oft spompen. Und wenn man überlegt, dass 5 bis 10 Kilo Boilies da raus müssen mit einer Midi-Spomp, ja, das ist schon eine Aktion. Also es ist jetzt so, dass ich auf 130 Meter geklippt habe und Benny hat auf 140 Meter geklippt. Also er hat ein paar Mal locker in den Clip geworfen eben, das Tier. Ja, der junge Spund. Und ich habe jetzt auch ein paar Mal in den Clip geworfen, mal locker und mal normal. Es wird also immer besser. Und da schauen wir mal. Wir werden jetzt so ein bisschen aufbauen. Also 120 bis 125 Meter Platz ist gefüttert. Ja, jetzt schauen wir mal, was der 130 bis 140 Meter Platz bringt und ob wir so ein richtiges Megatier hier rausziehen. Jeder am besten noch. Langsam haben die Jungs Bock. Der Benny hat gerade der mit Abstand kleinste Fisch im See gefangen. Dankeschön. Und das ist jetzt hier, ja, wir werden sehen, was es ist. Gerade frisch geworfen, die Rute. Auch ein Tick weiter. Jetzt hat er aber voll ins Kauf. Zack, und reingeschossen. Ja, Christoph hat gerade, wollte mir Kescher helfen, ist gerade seine Rute abgelaufen. Oh, yes! Yes! Nice Fisch. Ja, cool.
ist schon wieder so eine Granate. Ja. Der ist immer noch ganz böse vom Drill. Auch schon wieder so 18, 19 Kilo. Ah, richtig geiles Tier. Wahnsinn. So kann es weitergehen, wirklich. Sensationell. Die Rute hat gerade kurz gelegen, frische Köder drauf gemacht, auch so 125 bis 128 Meter. Ja. Schauen wir mal, was noch kommt. Im Vorfeld eines solchen Trips macht man sich schon so seine Gedanken. Denn klar will man ein gescheites Video für euch abliefern. Man steht wie immer, stehen wir immer unter Druck bei solchen Angelegenheiten. Und natürlich die wichtigste Geschichte, was nehme ich für Köder mit? Wie gehe ich vor? Wie ist meine Futtertaktik? Klar natürlich, dass man an diese Ausnahmegewässer natürlich auch mit einer gewissen anderen Taktik hinfahren möchte. Man möchte keine 0815 Köder dabei haben. Man möchte nicht angeln wie jeder, sondern man hat schon so seinen Plan im Kopf. Und mein Plan diesmal war wie folgt. Klar, für mich steht immer fest, Tuna, Pacific Tuna, die Nummer funktioniert. Also lasse ich meine Mixe von CC Moore direkt zu Helmut Groß schicken, der rollt die mir ab. Und diesmal wollte ich es einen Tick anders machen. Ich habe mir Dumbbells abrollen lassen. 35 mm Dumbbells, habe die mir extra auch hart machen lassen, sodass ich meine Hoffnung hatte, oder ich hatte die Hoffnung, dass die Köder gezielter von Großen gefressen werden als von Kleinen. Das kann man natürlich nie immer so hundertprozentig bestätigen, aber es war meine Hoffnung. Also, gesagt, getan, 35 mm Dumbbells sollten mein Hauptaugenmerk sein in dieser Futterkampagne. Ich hatte noch ein paar 24 mm runde Boilies mir rollen lassen fürs Wurfrohr, um praktisch abends zu füttern. In der Dämmerung darf man dann nicht mehr spompen, da durfte man dann nur noch mit dem Wurfrohr angeln oder füttern. Und es hat auch so ganz gut geklappt. Ja, das war so das Konzept. Hallo, mein Name ist Christoph Zudermann und ich komme aus Slowenien. Ich angel mit Benny, Andreas und Ivan hier am See Zeriaki. Und bis jetzt habe ich 5 Fische gefangen. Das hier ist mein 6. Fisch und im Moment auch mein größter. Ein richtig schöner Milchner mit 22,2 Kilo. Der hat mir so richtig Druck gemacht im Drill. Ich fische auf 120 Meter und dieser Fisch war wirklich eine Kampfmaschine. So, ja. Wir werden nämlich wieder den Dieter mit Schauer rechtsetzen. Aus Kladischer Regal, Mann, das ist ein Tag, das kommt hier rum. Sad ćemo klicu akciju spraviti još malo. Evo ide jedan, ide drugi. Ajde, ajde, ajde! Zagrijavanje za sutra! sad ću te slikat, oči ću postat. Vidi ga, čovjek trenira čitav nakon da. Kopčica se da stopi. Kopčica je, slica čitav dan ovdje hrani da vam kaže, može još slika da se spremi. I think I am over it. Yes, yes, that should be the right direction. Yes, are they touching each other? They swim parallel. Da hat der Ivan gerade einfach mal 2 Läufe
Herr Christoph hat auch noch einen drauf, also sind gerade mal 3 Ruten abgefeuert. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Und wir stehen da, füttern den ganzen Morgen und ja, haben noch gar keinen Laufhold gekriegt. Das ist echt Wahnsinn. Ja, schon brutal. Allerdings haben wir relativ große Köder und ja, mal sehen, ob das Konzept so aufgeht. Vielleicht kriegen wir die Großen ans Band, vielleicht sind sie aber auch hier dran, wer weiß. Die Jungs wissen halt, wie es läuft, ne? Ja, er sagt jetzt auch, der Christoph sagte gerade, alle seine Läufe heute waren alle auf die gleiche Route, dort wo es meiste Futter gelegen hat. Wir gehen halt schon so ein bisschen eine andere Taktik. Wir versuchen eigentlich überall hin zu füttern, denn man muss ganz klar zugeben, wir sind jetzt nicht die gezielten Werfer, wir geübten Werfer. Wir schaffen das nicht wirklich, die Route. Wir schaffen das nicht wirklich, die Route 10, 20 Mal immer wieder spot on auf die gleiche Linie zu werfen. Klar, in den Clip kein Problem, also Distanz geht. Er fliegt halt immer ein bisschen rechts und links. Das macht die Übung zum einen. Da hast du Wind, da hat man alles Mögliche. Aber wir arbeiten. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Das sind halt dünne Schnüre, ja? Wir haben hier jetzt 2 große Fische in den Keschern. Und wir wollen euch zeigen, wie man mit solchen Fischen richtig umgeht. Wir müssen gut aufpassen, denn die Fische sind sehr alt und unser Ziel ist es, den Fischen keinen Schaden zuzufügen. Sie warten bereits ohne Haken im Maul im Kescher. Wir packen sie schön vorsichtig und langsam in die Weightsling. Und das ist wirklich wichtig, wenn wir mit dem Wiegen beginnen. Wir müssen darauf achten, dass der Kopf ein bisschen weiter vorne liegt und dass die Flossen richtig am Fisch anliegen. Ich hoffe, wir wissen, was ist. Ich denke. Ah, da voll. Wow! 30 Kilo. Yeah, 30.07, like 30. Congratulations, Christoph. Ja. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir den Fisch sofort wieder ins Wasser lassen. Jetzt wird Ivan den zweiten Fisch wiegen. Wir müssen es so stressfrei wie nur möglich machen für den Fisch. Schön easy und sicher. So, kommen wir zum Schuppi. Hier genau dasselbe, ein großer Karpfen. Ein richtig großer Karpfen. Warte, wo ist der Kopf? Andere Seite. Will be 25,8 Kilo. Richtig gut, 2 dicke. Was für 2 unglaubliche Fische. Einfach unfassbar. Das ist es, was der See hier zu bieten hat. Jede Menge dicke Fische und auch wirklich schöne Fische. Einfach nur geil.
Go, baby. Was für ein Tag hier an Sayaki. Das war's. Der nächste richtig schöne Fisch für mich. Ein bisschen unter 21 Kilo. Ein paar Minuten nach dem letzten kam dieser hier. Schöner Spiegler, ein Milchner mit 23 Kilo. Die sind so stark. Die kämpfen nicht nur am Haken, sondern auch wenn man sie aus dem Wasser hebt. Die sind einfach nur stark. Richtige Maschinen. Und jetzt setzen wir dich zurück. Hallo, mein Name ist Ivan Medic. Ich bin 24 Jahre alt und bin kroatischer Teamangler und war viermal mit dem kroatischen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft. Wir sind hier am See Sejaki, ich, Christoph, Benjamin und Andreas, und wir zeigen euch heute, wie wir hier am See angeln. Also, als erstes starten wir mit dem Füttern, aber vorher müssen wir noch den Fingerschutz anziehen, weil ohne ihn können wir auf der Distanz nicht füttern, ohne uns die Finger einzuschneiden. Auf dem Platz, wo wir sitzen, müssen wir weit werfen. Die Fische stehen auf einem Plateau, das sich kurz vor der Insel befindet. Das Plateau beginnt so ab 120 Meter und geht nach hinten weiter. Also meine Routen liegen auf 140 Meter und für diese Distanzen nutze ich die Spomb-Route in 13 Fuß Long Range. Diese Route ist perfekt, denn sie ist schön leicht und straff und somit kann ich dann auch über lange Zeiträume problemlos füttern. Momentan nutze ich hier die Medispomb, manchmal aber auch die große, wenn ich mir Futter rausbringen möchte. Als Rolle habe ich hier die Fox EOS in der 12.000er Version und die Schnur ist eine Exocet in 0,18 mm extra fürs Long Range Angeln. Ja, jetzt können wir anfangen zu füttern und ein paar Fische fangen. Als erstes befülle ich die Spawn mit etwas Futter. Dafür nehme ich dann einen Mix aus Partikeln, Boilies und das ist natürlich sehr optimal, denn gerade für lange Distanzen kann man damit schön viel Gewicht in die Spawn bekommen. Nicht zu voll machen und dann können wir auch schon werfen. Die neue Spawn-Rub ist perfekt für mich, denn sie ist unglaublich gut. Schön steif, sehr schnell und ich zeige euch gleich mal, wie man damit wirft. Clip. That's it. Meine Routen liegen genau da, wo die Spomb aufgekommen ist. Das ist hier extrem wichtig, denn man muss exakt da füttern, wo die Montagen auch liegen.
Ja, es ist echt toll hier. Der See ist echt mein Lieblingsgewässer. Für mich sogar das beste Gewässer auf der Welt. Jeder See hat seine eigenen Regeln und kommt man denen nicht nach, da kann das Angeln echt sehr schwer werden. An manchen Spots musst du echt richtig weit rauswerfen, aber an manchen kannst du auch auf gut 90 Meter angeln. Denn dort befinden sich auch einige Plateaus und andere tolle Spots. Ja, jetzt füttern wir hier und die Fische können das Füttern hören. Ja, die kennen schon das Geräusch der aufkommenden Spomp. Die Fische sind sehr nah an der Insel und je mehr wir jetzt füttern, desto mehr kommen die Fische auch in unser Areal. Oh, Fisch. Das ist, was ich meine. Ja, jetzt schnell. Ja, der ist dran. Wirklich sehr schöner Karpfen. Ein makelloser Fisch. Ein alter, wunderschöner Fisch. Schaut euch das Zuschauen an. Er ist echt stark, wow. Bye, bye. Is it free? Ja. Aber er hängt noch ein bisschen im Kraut. Okay Leute, mein dritter Fisch in Serie über 20 Kilo. Dieser hier hat knapp über 24 Kilo. Der Fisch hat so hart gekämpft, dass ich gedacht habe, er wäre noch größer. Und als Ivan meinte, der hat über 30, war ich so over the moon. Aber er schaut größer aus, als er ist. Aber das spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich bin so glücklich. Was ein alter geiler Fisch. Over the moon. Jetzt möchte ich euch zeigen, was ich meiner Downrange-Angelei so bevorzuge. Ein paar Vorfächer, ein paar Schnüre, die ich so nutze und ja, das reicht für den Anfang. Also als erstes mein bestes Rig. Das ist das D-Rig. Das nutze ich am meisten. Ich binde es mit unserem Illusion-Material, das ist Fluorocarbon in 20 Pfund, weil ich diesem Material einfach zu 100% vertraue. Ich knote jetzt oben einfach einen Looplink an. Warum nutze ich einen Looplink? Der Looplink ist mir eines der besten Produkte überhaupt, weil ich damit in Sekundenstelle meine Vorfächer wechseln kann und auch nie Probleme mit irgendwelchen Knoten hatte. Ich bin Wettkampfangler und bei unseren Wettkämpfen muss ich auf die Zeit achten. Alles muss zu 1000% sitzen, denn ich habe keine Zeit, mich mit irgendwelchen unwichtigen Dingen zu beschäftigen. Mein wahrer Lieblingshaken ist der Curveshank in Größe 4. Und meine Köder binde ich alle an einem Mikrowirbel an. Mein zweites Rig, auf was ich zu 100% vertraue, und das ist genauso gut, das ist das Blowback Rig am Wildcape Haken, auch wieder in Größe 4. Jetzt möchte ich mal kurz meine Schnur zeigen, die ich hier zum Spompen benutze. Das ist einmal hier die Exocet Spot Braid in 0,18 mm. Und meine favorisierte Schlagschnur zum Spotten ist die Submerge 0,30 mm. Die ist schön stark und abriebsfest. Bei meinen Routen nutze ich dieselbe. Manche nutzen auch monophile Schnur. Das mache ich auch gerne, aber auf diesen Distanzen brauchst du einfach mehr Kraft und die Mono hat viel zu viel Dehnung, um auf die Distanzen zu kommen. Gegen das zu einer geflochtenen, bei der gar keine Dehnung vorhanden ist und
und dadurch die Rute viel besser aufladen kann. The braid is stronger than monofil. Die Hauptschnur nutze ich aber bei den Routen in 0,20 mm. Und ja, das war's im Groben, was ich so zum Long Range Fishing benötige. Meine Route ist gerade noch draußen und die werde ich nochmal wieder ins Rennen bringen, in der Hoffnung nochmal ein paar Monsterkarpfen zu fangen. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie wichtig es ist, mit der Spawn-Punkte noch auf den Rigs zu füttern. Nach wenigen Spawns hatte ich jetzt schon ja, auf dieser Route hier einen Biss. Ja, hier haben wir einen weiteren wunderschönen Schuppenkarpfen aus dem Seiyaki. Ab nach Hause. Ein wirklich schöner Fisch mit ja, gutem Potenzial für die Zukunft. Endlich! Endlich! Also wir sitzen am vermeintlich besten Platz am See. Wir haben so uns Anfänger, Wurfanfänger, hier hingesetzt. Ja, und haben zugeguckt, wie heute Fisch gefangen worden sind. Das ist unfassbar, wirklich Wahnsinn. Aber man muss halt einfach dazu sagen, die Jungs haben es auch wirklich drauf. Die können das echt. Und jetzt haben wir gerade die Ruten neu gemacht, gespombt und jetzt ist die Rute gerade abgelaufen. Yes! Auf 127 Meter Distanz hat die gelegen. Ja, ja. Aber den Tag nicht vor dem Abend los. Naja, sag mal so, es ist dann für heute auf jeden Fall der erste Biss, den wir verbuchen konnten. Die Größe sei mal dahingestellt, aber ihr wisst ja, wer den Kleinen nicht ehrt, der ist des Großen nicht wert. Und dementsprechend haken wir den jetzt ab, sauber. Und lassen den Kameraden wieder schwimmen. Haken hängt natürlich Wahnsinn, ja. Ja, ob das mal ein großer wird, ich sag mal ja. Ja, vielleicht der kleinste Fisch im See. Naja, wer den Kleinen nicht ehrt, der ist das Große nicht wert, haben wir ja gesagt. Böse ist er auch. Also, und zurück mit ihm. Tschüss. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gerade die Rute geworfen, wollten gerade was essen. Der ist hoffentlich ein bisschen besser, weil eben der war ja wirklich Spielzeug. Man muss es leider so sagen. Aber super. Also das ist hier was richtig Gutes. Slowly, you have time.
Also eins muss man mal sagen, die haben richtig Power. Aber so richtig Power. Wahnsinn. Das habe ich selten erlebt. Boah. Ah, saustark, super. Ah, jetzt, wir haben gerade gedrillt, das war ein Kampf, also hätte ich den Fisch verloren. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, es ist ein Riese gewesen, ein Gigant. Aber es ist nicht ganz so ein Riese, aber der Fisch hat doch immerhin knapp unter 20 Kilo, so 18, ja, super. Für den zweiten Tag, erste Mal hier am See, ist erste Mal auf Distanz geworfen, alles alleine hingekriegt, dafür ist das echt toll. Jetzt zeigen wir euch mal das Baby. Schaut mal. Wie gesagt, das Füttern mit der Spomb war ab 21 Uhr, ab 9 Uhr abends verboten, damit die Fische und auch die Angler ihre Ruhe haben nachts und dass am See so ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, allerdings ist das Füttern mit Wurfrohr gestattet. Also habe ich 24 mm runde Boilies und habe dann wirklich nochmal jeden Abend 4 bis 5 Kilo, also jeweils ein Sack, komplett jeden Abend rausgestickt. Und zwar auf 120 bis 127, teilweise sogar mehr Meter. Und tatsächlich hat das ganz gut funktioniert. Man hat etwas höher gestanden über dem Wasser. Und mit dem 26er Carbonwurfrohr geht das doch sehr, sehr gut. Es war zwar extrem anstrengend, aber es funktioniert. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe gewesen, weshalb die Bisse bei mir auch vermehrt nachts kamen, weil einfach diese Einschläge in der Dämmerung auf dem Wasser stattgefunden haben und die Fische das nicht gekannt haben und tatsächlich auch noch mehr Futter dann dort gelegen hat. Ob so ist, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich schätze, das hat den Unterschied gemacht. Ja, Wahnsinn, Leute. Ja, eben gerade hat es uns aus dem Schlaf gerissen mit diesem 26,3 Kilo Spiegler. Ein richtig, richtig geiles Brett. Wahnsinn. Super. Eigentlich ist der Spot, auf dem wir sitzen, kein Tagesplatz. Entschuldigung, Tagesplatz. Und jetzt hat das Ding hier in der Nacht das Futter gefunden. Da hoffen wir mal, da geht noch mehr. Yes. Freunde, Freunde, was hier los ist. Wahnsinn. Der dritte Fisch auf dem Futterplatz heute Nacht. Einer mit 26 noch was, ein kleiner Spiegler und jetzt hier 29,3 Kilo. Yes! Deswegen sind wir hier. Geile Fische hier in Kroatien, wirklich Wahnsinn. Super genial. 29,3, das hätte ich jetzt heute Nacht nicht mehr erwartet. Boah, jetzt nichts wie die Rute wieder raus und den Kamerad hier wieder schwimmen lassen. Und dann schauen wir mal, ob noch was geht. Ja, der Morgen, der fängt so an, wie die Nacht aufgehört hat. Mit diesem 21-Kilo-Schuppi. Ein bisschen unförmig, ist aber ein Tick schwer zu halten. Aber natürlich ein geiles Ding. Wahnsinn. Super Fisch. Erster Fisch heute Morgen. Nach so einer Nacht. Wahnsinn. Da schauen wir mal, dass da noch mehr geht. Was ein geiler See. Abgefahrene Fische. Im Gegensatz zum Andi habe ich mich für kleinere Ködergrößen entschieden, Boilies in 16 und 20 mm. Ich wollte eher dementsprechend, was die meisten hier einbringen. Und das sind schon kleine Köder, viele Partikel. Bei den Boilies habe ich mich für Fischboilies entschieden, einen Krill
und einen neuen Prototypen. Fischboilies sind immer meine erste Wahl. Ich weiß, dass die Fische Proteine brauchen und Fischmehlboilies ja, laufen einfach das ganze Jahr über. Ich wollte was, was sie gerne fressen, worauf sie Bock bekommen und den Platz immer wieder anschwimmen. Das Ganze ging die ersten Tage überhaupt nicht auf, muss ich sagen. Also ich hatte 2, 3 kleinere Fische, wirklich kleine Fische, Satsa bis 6, 7 Kilo. Habe auch mit den Haken, Ködern viel rumexperimentiert, von Schneemännern, Single-Hook-Baits, groß, klein. Und habe mich dann dazu entschieden, wirklich nur noch Single-Hook-Baits zu fischen, dem, was meinem Futter entspricht. Und dazu dann noch einen kleinen Köder, also einen 16 mm Hard and Light, ein bisschen aufgekorkt, dass er wie einen Wafter knapp über dem Grund steht. Und das hat sich dann an Tag 3 ausgezahlt. Die Fische haben meinen Platz angenommen, sind auf meinen Platz gekommen. Und ja, einfach nur Wahnsinn, was für eine Serie großer Fische an diesem Tag bei mir auf den Platz kam. An Tag 3 darf ich auch endlich mal. Ja, irgendwie bin ich schon so ein bisschen verzweifelt gewesen, warum es nicht läuft. Also ich meine, ich habe Fische gefangen, die waren aber alle nicht groß. Und mit groß meine ich wirklich nicht groß. Das waren Fische, also Satsa um die, weiß nicht, 3, 4, 5 Kilo. Und bei Andi lief es letzte Nacht oder die Nacht jetzt richtig gut. Mal kurz den Ring hier gerade machen. Ich habe schon gedacht, naja, warum kommen die nicht? 2 Ruten von mir lagen noch. Ich habe heute Morgen alle 3 Ruten nochmal neu geworfen, 20 Spoms drauf. Ja. Und jetzt der erste bessere Fisch mal am Band. Dein Wort in Gottes Ohr. Es wird kein Satzer sein. Also davon gehe ich aus. Wie groß das ist, das kann man irgendwie immer schwer sagen. Mit so einer. Bei mir ist es eine 30er Mono. Man merkt halt nicht viel. Man geht halt immer rückwärts und zieht die Dinger langsam ran. Man drillt nicht wirklich. Hat 13 Fußruten und 3,75 Flips. Das ist halt auch richtig brachiales Gerät. Und ja, es ist schwer zu unterscheiden. Gestern waren auch Fische dabei. Andi hatte einen Spiegler gestern Abend noch, bei dem der hat unheimlich viel Schnur genommen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Drill gedauert hat. Eine halbe Stunde länger. Wir haben alle gedacht, das ist jetzt ein richtiges Schwein. Und am Ende war es ein Fisch mit, was hatte der? 22, 21 Kilo? Ja, sowas. Ja. Knapp, ich glaube sogar knapp unter 20. Ja, oder so. Ja, da kann man mal sehen, wie man sich dann täuscht. Genau. Ja. Und Andi sagte auch, die größeren von heute Nacht. Die waren halt nicht so druckvoll. Genau. Da hinten ist er. Oh, schön. Bisschen größer wie ein Satze. Schuppi. Jawoll, Junge. Super geil. So, ich gehe das Ding mal. Ja, wobei, geh mal keschern, ist doch zu viel gesagt. Die ist nicht so leicht eingestellt, die Bremse. Mhm. Dann machst du einfach nichts. Das ist wie so ein Garn. So dünn ist das. Und dann reißt er hier mal wieder 20 Meter von der Spule, ne? Steht aber noch oben, das ist gut. Der ist auf jeden Fall ein guter Fisch. Die sehen immer klein aus im Wasser. Ich hätte ihn jetzt nicht so groß eingeschätzt, aber da können die 2 stehen. Das ist auch ein anderes Kaliber von Fisch, das muss man sagen. Die sind ziemlich breit von vorne bis hinten. Ja. Und das ist ganz gut, dass er noch recht hoch schwimmt, weil hier vorne ist alles voller Kraut. Und ich habe es bei den anderen Jungs immer schon gesehen. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn das Ding hier 5 Meter vor dir da auf 2 Meter tiefen Kraut steckt. Ja. Oh. Yes, Benny, in the game! Dankeschön. Jawoll. Oh. Yes, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Anstrengend. Ja. Und Nervenaufreiben. Nervenaufreiben, das ist wirklich. Mein erster besserer Fisch hier. Ein richtig schöner Schuppi. Ja, ich hoffe, dass es jetzt anläuft. So langsam komme ich rein. 2 Tage Eingewöhnungsphase.
natürlich für mich auch Priorität, das Ganze hier zu filmen, nebenbei mitzuangeln. Aber natürlich möchte ich hier auch noch so ein richtiges Schwein fangen und schauen wir mal, ob das noch klappt. Ja, nach dem Schuppi, ich wollte gerade wieder die Route fertig machen, ist direkt mal die ganze linke Route abgefeuert auf einen kleinen, schwerelosen 16 mm Krillboili. Der ist noch mega am Schlagen, aber mal gucken, ob er sich zeigen lässt. Da ist das Teil. Alter, was für ein brachialer Spiegler. Und sowas will man hier fangen. Genau die Teile. Was für ein geiler Fisch. Jetzt bin ich mega happy und ich denke, da wird noch der ein oder andere kommen. Was ein Brett. Das sind klein gesehen, den kleinen Bait vorne am Maul. Krass, ne? Da ist der dritte in Serie. Ein richtig kurzes, breites Teil. Oh, auch wieder über 20 Kilo. So eine kompakten Teile. Oh, und Kraft haben die hier wie Sau. Oh, mega. Was für ein Morgen. Puh, ja, ein kleines Chaos-Update zur momentanen Situation. Also wir können sagen, es läuft. Die Fische haben unser Futter gefunden. Es hat jetzt eine Zeit gedauert. Wir hatten uns auch ein paar Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Ein paar Gedanken. Das ist immer so, wenn du am neuen Gewässer bist. Aber jetzt ist es wirklich so, wir kommen fast nicht mehr zum Nachfüttern. Wir müssen ja hier klar filmen, wir müssen nachfüttern, wir müssen die Routen platzieren und das alles so auf 127 Meter, 125 Meter momentan. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist extrem viel Arbeit, dort natürlich so einen Eimer rauszuwerfen. Und es kommt ein Biss nach dem anderen oder immer mal wieder zwischendrin. Wir haben jetzt seit gestern Abend knapp 11 Bisse. Heute Morgen Gewitter, Regen, super geniales Fangwetter und haben jetzt 30 Grad. Und genauso fühlt man sich auch. Also wir gehen an die Grenzen und da gehen wir auch hin. Und wir gehen auch weiter, denn wir wollen auf jeden Fall euch noch ein paar Fische zeigen und hoffen, dass da noch ein paar Granaten dabei sind. Der Benny, der hat jetzt ein paar da hingelegt. Wahnsinn. Super Fische für heute. Ja. Ich bin mega happy mit meinen Fischen gestern Nacht. Und ja, dann schauen wir mal, was da noch passiert. Wie immer. Und dann jetzt werfe ich mal die nächste Route aus. Und dann ist der erste Eimer wieder leer für heute. Puh. Also ich hätte es mir fast nicht ganz so anstrengend vorgestellt, aber es ist auch mal schön, diese Art der Angelei zu sehen. Um zu sehen, wie sehr man doch mit dem ganzen Material und dem Tackle umgehen kann. Und wie schnell man das eigentlich auch lernen kann, wie das funktioniert. Also wir haben wirklich zwei gute Jungs dabei, also besonders einen super Werfer, der Ivan. Und der hat uns da schon ein bisschen was beigebracht. Das muss man auch schon sagen. Und das kann man auch immer annehmen. Man muss sich immer weiterentwickeln, so ist es auch im Karpfenangeln. Dann hoffen wir das Beste. Weiter geht's mit Füttern. Das nächste Brett. Crazy times. Wahnsinn. Hier den nächsten 20 Kilo plus. Hier so eine 18 Kilo Kategorie, da kommt der gerade hoch. Der ist groß da unten.
Der hat so, guck mal, was für eine Färbung der hat. Der ist groß, ja, ja. 20 Kilometer. Und es geht so weiter. Es hört gar nicht auf. Andi mit einem Lauf beim Füttern. Dann werfe ich zwei Spombs raus. Die Route läuft auch ab. Und wieder zwei geile Fische. Andi hat den Tuta und Schuppi, den haben wir gleich schwimmen lassen. Und das ist nochmal ein richtiges Brett. Genau dafür sind wir hergekommen. Dafür haben wir so viel Futter eingebracht, uns die Hände wund gespombt, um genau so eine Serie von großen Fischen hier zu fangen. Noch nicht mal die richtig großen. Die werden hoffentlich noch kommen, aber das Teil ist schon wieder mega geil. Ein weiterer großer Fisch. 24,1 Kilo. Dreck. Ein richtig schöner Spiegler. Mit Sicherheit einer mit Potenzial für die Zukunft. Das Ziel für mich, für uns, war es natürlich, wenn wir hierher kommen, an einen dieser Seen einen Fisch zu fangen von über 30 Kilo. Davon gibt es hier einige. Und ich habe noch zum Andi gesagt, an so einem Tag wie heute, wo so viele große Fische in Serie beißen, ist dann einfach irgendwann so ein Teil dabei. Und spät Nachmittag war es dann soweit. Meine linke Rute lief ab, die vorher nur einen einzigen Biss produziert hat oder gebracht hat. Lief richtig schön ab. Ich habe die Rute aufgenommen und konnte sofort merken, dass da was deutlich Größeres dran hängt. Also man hat definitiv mehr Gewicht als bei den anderen Fischen gespürt. Ist ganz ruhig nach rechts weggezogen, stand die ganze Zeit hinter dem Plateau. Ich musste wieder über alle Schnüre hinweg, ganz rüber zum Christoph und zum Ivan seinen Platz, um den Fisch dann da in Ruhe drillen zu können. Und der Drill hat sich hingezogen, hat ewig, gefühlt ewig lange gedauert, bis das Teil dann irgendwann mal näher kommt. Ich konnte nicht zu viel Druck machen. Eine 30er Mono ist jetzt für mich wie so ein ganz feines Garn. Also echt, man kann immer nur langsam zurückgehen, wieder Schnurrbeil kurbeln, langsam zurückgehen. Und wir haben vorm Ufer noch eine richtige Krautkante, da hat sich das Ding dann auch nochmal festgesetzt. Und als der dann das erste Mal hochkam und ich ihn sehen konnte, boah, Alter, ist mir die Düse gegangen, ich habe eine richtige Gänsehaut gekriegt, bin ultra nervös geworden, das kommt auch bei mir nicht oft vor. Und zum Glück ist alles gut gegangen und der Christoph konnte mir das Teil souverän abkäschern. Was für ein Moment. Mega happy. Also das ist ein Fisch, den fängt man wahrlich nicht oft in seinem Leben. Und das Ganze dann hier auf Kamera mit den Jungs ja feiern und zelebrieren zu können, war auf jeden Fall ein unvergesslicher Moment. Go Benny, go Benny, go Benny, go Benny. Oh yeah. Oh, it's a sucker. It's a fish around 35 kilo. Christoph? This fish have 35 kilo. Come on, come on, Christoph. Get him in. This is the sucker 100%. Yeah, last time it have 34 kilo. He don't have the turtle fins. Really? Yeah, it is 35. Last time he was 35. Yes. Ooh. Ooh. Das ist ein Fisch, weswegen wir hergekommen sind nach Sabresic an den Seriaki, um einen dieser Riesen zu fangen. Einer der großen Schuppis. Ah, 36,6. Dazu noch mein neuer PB. Jawohl, Junge. Das ist ein richtiges Schwein. Für mich ist die Session gelaufen. Boah, ich bin einfach nur happy. Was für ein Teil. Yes. Das ist ein Schwein. Und jetzt lassen wir den alten Fisch wieder schwimmen. Wir wollen ihn gar nicht lange strapazieren. Ha ha ha.
That's it. Can you please take the telephones out of the trousers? No, I don't care. Perfect. You're crazy. Oh, really, really thank nice. Thank you, guys. Congratulations, well Benny. Well done. Mega. That's it. Das ist es. Was für ein See dieser Jagd hier ist. Kommt noch gerade hier hin. Mega. Einer der besten Seen überhaupt. Cheers. Cheers. Also es ist wirklich vom großen Vorteil, visuell auffällige Schnüre zu haben. Nach dem Biss, wie schon gesagt, geht der Fisch nach links, nach rechts weg. Und man kann sofort sehen, dadurch, dass die Schnüre halt richtig leuchten, ist der Fisch drunter oder drüber. Das ist hier immens wichtig, sonst kriegst du sofort einen richtigen Schnursalat. Man kann einfach die Rute über die andere Schnur oder die, unter die andere Schnur unter durchführen und kann so ohne Probleme weiter drillen. Also wir haben den Großteil unserer Fische auf der rechten Seite bei Ivan und Christoph gedrillt und ausgedrillt. Und auch da mussten wir die Ruten immer wieder unter und über den Schnüren drunter wegheben, überwegheben, um ja, andere Schnüre oder auch unsere Schnüre nicht einzusammeln. Was für ein Megaabend. Die Sonne geht gerade unter. Nach dem fetten Schuppi. Ach, angry boy. Lief meine mittlere Rute nochmal ab. Wieder ein Schuppi über 20 Kilo. Zur selben Zeit. Oh, lief Ivans Rute ab. 22 Kilo. Ja, ein richtig großer Spiegler. Ein richtig starker Fisch. What a day. Yeah. Here on lake. Ich bin echt auch stolz auf dich. Du hattest echt einen guten Tag hier am Seyaki. Personal best, viele Fische über 20 Kilo. Ich denke. Really nice day today. Yeah, yeah. So last show. Schaut euch den hier an. And then they come back. Yeah. Oh,
Ja, vor lauter Action und vor lauter Drillen möchte ich jetzt mal kurz in einer ruhigen Minute die Chance ergreifen und möchte euch gerade mal ein paar Sachen über Rigs, über unsere Montage oder meine Montage und auch über meine Köder erklären und auch über die Ködertaktik, die ich hier gewählt habe. Ja, als Montage gilt Folgendes zu sagen oder zur Montage gilt Folgendes zu sagen. Ich angel mit einem Bleigewicht zwischen 121 und 135 Gramm. Ich habe ein Camo Submerge Leader drauf, fertig aus der Packung raus, 75 cm lang. Habe ein Power Grip Lead Clip dran. Hab, und das ist eine Besonderheit, und das möchten hier die Leute vom Verein, den Pin rausgelassen. Und somit haben wir schön die Möglichkeit, oder der Fisch schön die Möglichkeit, wenn es beißt, der hakt sich, dann zieht er sich raus, sollte zum Beispiel die Schnur reißen, und dann hat er die Möglichkeit, ohne Blei weiter zu schwimmen, und dann geht der Haken irgendwann, weil kein Zug mehr auf dem Haken ist, geht dann raus aus dem Mund. Somit ist das wirklich Safety und dem Fisch passiert nichts. Als Vorfach verwende ich hier ganz einfach gebunden als No-Knot-Version ein Illusion Transkaki Fluorcarbon Vorfach. Klar, natürlich, weshalb? Das Fluorcarbon ist absolut verhedderungsfrei. Das ist ein 0,50 mm Material, das hält, das ist wirklich stark. Ja, ich binde das in einem durch, habe den Boilie ganz normal in der Schlaufe vorne am Haar dran, seht ihr hier schön, und verwende als Haken einen 4er Wide Gape B-Kit in der X-Version, in der etwas stärkeren Version. Ja, das ist mal meine Montage. Simpel, effektiv, funktioniert perfekt, wie ihr seht. Bei der Montage setze ich auch auf einen Safety Clip an einem Submerge Leader in 30 Lips mit einem 121 Gramm Distance Blei. Der Clip ist zugeklebt, einfach ein Stück Tesafilm oder Tape nehmen, mit Clip zukleben. So verliert ihr das Blei nicht, auch bei diesen extremen Gewaltwürfen. Einfach wieder den Tube drüber und gut. Und das Blei bleibt einfach die komplette Session über dran. Als Rig setze ich auch von einem D-Rig, wie halt immer. Das ganze Setup ist komplett tangelfrei, und das ist gerade, wenn man auf diese extrem weiten wirft, schon richtig brachiale Gewaltwürfe macht, extrem wichtig. Auch für das Gefühl, fürs Mindset, dass ihr wisst, da liegt alles tipptopp am Grund, auch wenn die Fische da rummachen. Das Rig resettet sich immer wieder und liegt fangfähig am Grund. Schöner Start, letzter Tag für uns hier in Kroatien. Nachdem wir jetzt endlich mal durchschlafen konnten und kein Biss heute Nacht kam, zum Glück, denn wir sind ziemlich fertig durch das ganze Arbeiten hier, wurden wir heute Morgen schon geweckt. Der Benni hat einen, ja. Ich hatte jetzt zwei, und das ist der dritte, und das ist so ein richtig, richtig geiles Lederbrett. Mit 22 Kilo, der Hammer, absoluter Wahnsinn, geiles Teil. Und jetzt geht er wieder zurück, der Kamerad. Wie ihr ja bereits wisst, sind wir hier am Serijaki in Kroatien mit dem Fox-Team, und hinter uns liegen drei unglaubliche Tage. Und wir haben noch einen vor uns. An diesem See, welches ein kommerziell bewirtschaftetes Gewässer ist, gibt es einen unglaublichen Bestand an großen Fischen. Meiner Meinung nach ist dieser See einer der drei besten Gewässer auf der Welt, um große Fische zu fangen. Es schwimmen hier ca. 4 bis 5 Fische über 40 Kilo und schätzungsweise 50 bis 60 Fische über 30 Kilo. Ich muss dazu sagen,
dass der Club hier eine großartige Arbeit gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Und dass die Fische hier sehr gesund sind. Aber es gibt eine Menge Leute, die wirklich schlecht über kommerzielle Gewässer reden. Ich bin der Typ von Angler, der gerne durch die Welt reist und versuche mich in verschiedensten Ländern und unterschiedlichsten Gewässern. Egal ob große Seen oder kleine Flüsse. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Für mich ist dieser See sehr gut, denn jedes einzelne Gewässer hat eine andere Herausforderung. Und du musst dich voll auf das konzentrieren, was dich dort erwartet. Egal, ob es dabei um Taktik geht, die Regeln am See, die Umstände oder das Tackle und dein Futter. Ich denke, das ist genau das, was es für mich so besonders macht. Und wenn ihr schaut, was hier besonders ist, dann genau das, was wir in diesem Video schon öfters gesagt haben. Angeln und füttern auf diese Distanzen. Das ist wirklich harte Arbeit. Manche Leute sagen, oh, ihr geht an den Teriyaki und angelt auf 130 Meter, aber es ist nicht nur das. Du musst halt genau dort füttern, wo deine Rigs liegen, im Radius von einem Meter. Manchmal ist das Angeln mit dem Schlauchboot schwer oder auch das Angeln mit dem Futterboot, wenn es darum geht, auf ganz kleine Plätze abzulegen. Aber hier ist mit dem Werfen viel, viel schwerer. Gerade wenn etwas Wind aufkommt, dann wird es richtig kompliziert. Und jetzt nach 3 Tagen sind wir alle 4 müde. Unsere Arme, Beine und auch der Rücken tun weh. Aber wir werden weitermachen und ich denke, da kommen noch ein paar richtig geile Fische bis zum Ende von unserem Video. Was für ein Tag heute hier bei unserem Dreh in Kroatien. Ich habe ein weiteres Monster mit 33,4 Kilo. Ich habe jetzt alle Gewichte von 30 bis zur 40 Kilo Marke. Mir fehlt nur noch ein Fisch mit 33 Kilo. Aber mit diesem Unglaublichen hier habe ich ihn auch. Was ein Monster das ist. Congratulations. Thank you very much. Yes. Good trip. Good trip. So one monster. Ein weiterer großer Schuppenkarpfen. Einer der wunderschönen Fische hier aus dem Seyaki. Die Waage sagt 27,2 Kilo. Ja, ich habe diesen Fisch auf dem ausbalancierten Hakenköder gefangen. Nach dem Monsterschuppenkarpfen habe ich jetzt hier noch einen Monster-Spiegelkarpfen. Einer mit 27,7 Kilo. Was für ein schöner Fisch. Den konnte ich hier auf der Steerig auf der langen Route fahren, auf 140 Meter. Long Range angeln.
Yes! Thank you. Oh, it's a nice fish. Not 35, but it's a nice fish. 32. Oh. Bitte! Robert, Robert schon. Super. Ja, Wahnsinn, was hier abgeht. Der ganze Tag Bisse. Jetzt eben gerade kam noch, der Christoph hat einen Fisch gehabt mit 33, Kilo. Der Ivan hat noch einen riesen Fisch gehabt mit über 25 Kilo, 27 glaube ich. Und jetzt haben wir den hier noch mit 25 plus, 25,5. Ja, geil. Wahnsinnstier. Der hat gekämpft. Es ist, hätte ich diesen Fisch verloren, wäre es ein 40 Kilo gewesen. Hätte ich den erzählt wahrscheinlich. Großes Tier, sehr geil, super Angelei. Und jetzt darf er wieder gehen. Hat sich gut beitrillen lassen und hier vorne hat er tief im Kraut gestanden. Der darf jetzt auch wieder zurück. Ja, totales Chaos heute. Ihr habt es gesehen, wenn man das genau macht, diese Angelei, wenn man das auf den Punkt macht, in den Clip, mit dem Futter genau spot on, dann laufen die Ruten immer und immer wieder ab. Und genauso sehen wir aus. Wir sind klatschnass, wir sind verklebt, voller Fischleim. Haben jetzt die letzten 2 Stunden, hatte ich glaube ich, also nie einmal das Setup komplett drin, immer mindestens eine, eher 2, teilweise 3 Ruten draußen. Ja, und wie das, was wir dazu nehmen, apropos Setup, das erkläre ich euch jetzt mal. Denn im Endeffekt ist es ja wirklich so, wir sind, was das Werfen angeht, blutige Anfänger, was das Distanzwerfen angeht. Und dann ist es schon beachtlich, dass man als Anfänger sozusagen mit ein bisschen Übung jetzt, mit ein bisschen Erklären, ein bisschen Hilfe, mit dem Material auf locker auf über 125 Meter kommt. Und wir, im Moment werfen wir 127 Meter. Für einen geübten Werfer ist das gar kein Problem, auch mit den Ruten das zu werfen. Und was wir hier nehmen ist zum Beispiel, hier haben wir die Horizon X5 Ruten. Das sind spezielle Wurfruten mit 13 Fuß und 3,75 Lips. Der Blank ist eine 1K Carbonmatte. Das ist wirklich das absolut Top-Material, das man verwenden kann zum Werfen. Die Spitzenringe, seht ihr hier, sind Einstiegberingungen. Dadurch hat man eine etwas weichere Spitzenaktion. Die lädt sich extrem auf, wenn man werfen möchte. Und man hat noch einen Vorteil, und zwar in der Trillsequenz im Uferbereich haben die auch noch eine Aktion. Und das ist für eine Rute mit 3,75 Lips, eine absolute Wurfrute, ist das schon selten und somit verliert man auch ganz, ganz wenig Fische. Also man hat das hier bestimmt gesehen bei den ein oder anderen Trills, wie schön die in die Aktion gegangen sind. Ja, wir verwenden hier eine 12.000er EOS-Rolle da drauf, haben eine neue Schnur, eine ExoZ in Orange. Die werdet ihr bestimmt bald mal sehen, speziell zum Werfen. Die gibt es in 26, 28 und 30 oder wird es die geben. Ja, das sind eigentlich schon die Ruten. Damit schafft man es, damit schafft auch jeder Anfänger das. Wichtig auch der Fingerstall dazu. Ganz einfach, super angenehm anzulegen. Und ihr werdet bestimmt noch die eine oder andere Aktion sehen mit den Ruten und hoffen, dass euch das gefällt. Probiert die auch mal aus.
Jeden Abend wird hier fleißig gespottet bei uns. Die Sonne geht gerade unter. Überall fliegen hier die Spomps über dem See. Man darf von 5 Uhr morgens bis abends um 9 spompen. Nachts ist es komplett verboten, hier zu füttern. Von daher sind die letzten Stunden extrem wichtig, Futter für den nächsten Morgen rauszubringen. Und am Anfang haben wir uns natürlich noch so ein bisschen amateurhaft bewegt. Wir haben noch nie auf die Distanzen geangelt, noch nie mit so schweren, langen Routen geangelt. Das gilt für die Wurfrouten wie für die Spomps. Beim Füttern haben wir zum einen die 13 Fuß Long Range von Spomp und zum anderen nutzen wir die Horizon X5, auch in 13 Fuß. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit der großen Spomp die Horizon nicht richtig aufgeladen kriege. Also da ist es wichtig, probiert Routen aus, guckt, testet, welche euch besser in der Hand liegt und womit ihr besser die Route aufgeladen bekommt. Die Horizon eignet sich super bei mir für die Midi, aber die Spomp ist einfach ein Tick straffer, womit ich mit der großen, mit der Large einfach auf die 127 Meter perfekt rauswerfen kann. Und am Anfang war es recht schwer, dass wir die Spomps in den Clip geworfen haben. Der Ivan, der Wurfprofi, hat uns da ein paar Tipps gegeben. Zum einen ist es da wichtig, die Spomp nicht komplett zu füllen. Jetzt fallen hier natürlich ein paar raus, also macht sie nicht ganz voll, lieber einen weniger als einen zu viel rein. Ein bisschen schütteln, dass das Futter absackt. Und wichtig bei der Befüllung der Schnur, wir haben eine 30er Mono zwischengeschaltet, das sind so 6-7 Meter. Dann kommt erst der Leader, 2-3 Wicklungen auf der Rolle, damit ihr das Teil richtig aufladen könnt. Die Spomp Braid wäre natürlich deutlich zu dünn, das Ganze würde dann reißen. Und jetzt feuern wir das Teil mal raus. Wichtig ist es, dass ihr die Spomp nicht ganz hoch dreht, so zwischen die letzten beiden Ringe oder die ersten beiden von mir aus gesehen. Wichtig auch immer den Fingerschutz benutzen, damit ihr euch den Finger nicht einschneidet. Einmal den Rollenbügel rumdrehen, dass er fixiert ist. Und dann, was wir immer falsch gemacht haben, wenn ihr dann zurückzieht beim Werfen, dass der rechte Arm schön durchgestreckt bleibt. Der linke ist nachher nur zum Runterziehen vom Griff. Da am Anfang haben wir immer so geworfen, mit dem Arm mitgedrückt. Da kommen wir nachher nicht auf die Weite. Deswegen ganz, ganz wichtig, den rechten Arm durchdrücken und dann mit dem linken Arm richtig runterziehen. Dafür gehe ich jetzt 2 Schritte nach vorne und ziehe dann voll durch und ihr schont euren Rücken und könnt einfach viel weiter und besser spompen. Route nach vorne halten, zack, der war jetzt extrem hoch in den Clip geworfen. Also das waren jetzt auf 127 Meter, ich denke, da wären noch locker 10 Meter mehr drin gewesen. Wichtig halt, dass ihr die Route nach vorne haltet, dass die Schnur schön durch die Ringe gleiten kann, nicht nach hinten nehmen, damit bremst ihr das Ganze so ein bisschen aus. So könnt ihr, egal ob mit der Spomp-Route oder auch mit den Routen, mit denen ihr fischt, extrem weit werfen. Das bedarf natürlich ein bisschen Übung. Bei uns hat es jetzt auch so gute 2 Tage Eingewöhnungsphase gebraucht und jetzt landet eigentlich jede Route spot on. Ich würde sagen zu 90% jedes Bomb in den Clip, da passt natürlich auch noch nicht alles, aber Meister, Übung macht den Meister, von daher werden wir jetzt noch weiter füttern. Oh, Benny! Oh, Junge! Endlich! Like a man. Yes, yes, like a male. Jetzt kommt 29,7 Kilo. Yes. Geiles Ding. Geiles Tier. Die sind so massiv breit, die Fische. Wahnsinn. Tolle Tiere. Gut in Schuss, die Kameraden.
Okay, Achtung. Ich habe meinen neuen Personal Best. Der alte war 35,9 Kilo. Der hier ist der größte Karpfen, den ich je in meinem Leben fangen konnte. Ein unglaublicher 36,2 Kilo Monsterspiegler. Was für ein mega Karpfen, ey. That's a mega carp. Mega carp, yeah. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ah, ist der schwer. Was für ein Monsterkarpfen, den ich auf Entfernung fangen konnte. Carp. Monsterfisch. Wow. Vier wahnsinnig geniale Tage sind vorbei. Das war der absolute Wahnsinn hier in Kroatien. Zusammen mit den Jungs als Viererteam haben wir es hier richtig gerockt. Fische bis über 36,6 Kilo. Hätten uns so nicht erträumen lassen. Absolut der Hammer. Jetzt hoffen wir, es hat euch auch gefallen. Hättet Spaß beim Zugucken. Genau, fahrt mal hierher, schaut euch das mal an. Und dann sagen wir jetzt tschüss. Auf Wiedersehen. Von unserer Und die Jungs Seite. Sagen euch auch noch was. Boys. Jungs, für mich war es eine Riesenehre, mit euch zu angeln und ich bin echt traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Yes, we too. Thank you. Perfect. Okay, goodbye. Wir sagen tschüss. Bye. Ja, nachdem ich heute eine Odyssee von Verlusten hinter mir hatte an Fischen, habe ich mein Glückst-T-Shirt angezogen. Jetzt haben wir gerade den Abschluss gedreht gehabt und jetzt kommt dieses Teil hier eine Stunde, nachdem wir fertig gedreht haben, mit über 30 Kilo, 30,2 Kilo. Yes! Und somit bin ich auch im Sayaki 30 Kilo Club angekommen. 29 Kilo, 30. Ja, Wahnsinn. Jetzt lassen wir den auch gleich wieder gehen. Yes! Thank you, my friend. Yes. Oh. Whoa.